Ich hoffe, das passt jetzt mit den USV wieder. Die haben auf alle Fälle Strom. Das heißt, die werden normalerweise jetzt auch von der Solaranlage wieder befüllt. Dann müssen wir hier einen Boden anbringen, damit wir nicht mehr runterfallen. Und oben können wir jetzt noch offen lassen, weil wir müssen ja eventuell die Logik auch oben anbringen noch. Wobei es oben schon ziemlich knapp wird. Die müssten wir eventuell dann links hier anbringen. Gut. So. Habe ich es jetzt falsch dran gebaut? Ja, natürlich. Habe ich noch irgendwo, ich glaube, unten liegt noch ein Rohr, das ich mitnehmen kann. Der lädt jetzt auf, ne? Aber normalerweise, wenn er blinkt, müsste er laden. Gut, und oben noch das Stromkabel. Huiuiui, das war jetzt aber hier eine technische Herausforderung. Da brauchen wir, Moment, da brauchen wir aber jetzt. Nee, da reicht ein Dreierkabel. Wunderschön. Wie kommst du denn nur oben mit dem Kabel in den Tank? Na so? Ich weiß nicht, was du meinst, aber das hat jetzt geklappt. Das hat gepasst. Gut. Dann. Nee, keine Vierfachkreuzung. Dann müssen wir jetzt hier die Teile noch umbenennen. Ich will das jetzt noch machen. Ich wollte eigentlich noch Stellaris ein bisschen spielen. Aber wir machen das jetzt noch, dass wenigstens ein bisschen hier mal was reinkommt. Ich will das probieren. Und optimieren tun wir dann anders mal. Also, Tank. Tankkanister. Tankkanister. Ja, Tankkanister. Wie soll ich es anders benennen? Tankkanister. Dann Wahlschalter Tankkanister. Müssen wir es ja auch zusammenschreiben. Tankkanister. Und Hebel. Tankkanister. Hier fehlt der Doppelpunkt. Wahlschalter, Tankkanister. Ist schon wichtig. Und unten habe ich schon umbenannt, oder? EV Sauerstoffabgabe. Ich bin so gespannt. So, wo sind die Logikteile? Hier. Zwei müssten noch oben liegen. Da müsste auch schon fertig sein. Wunderschön. Kann ja nicht so schwer sein. Jetzt müssen wir die hier platzieren. Ich würde sagen, ich gehe hier dann direkt mit dem Kabel da durch, damit ich hier keine 6er-Kreuzung anbringen muss, weil die 6er-Kreuzung immer nach oben schaut noch. Die hat dann ein Kabel nach oben und das schaut aus dem Boden raus. Das sieht blöd aus. Dann mach noch eine Wand davor, dass man sehen kann, wie es optisch wirkt. Was jetzt? Nee, jetzt machen wir keine Wand. Jetzt müssen wir erst die Logik machen. Also, wir drehen dich einmal. Boah, das wird wieder. Ich kann ja hier darunter, kann ich wieder nichts mehr hinsetzen. Es sei denn, ich lege doch oben das Kabel rüber.
komme hier mit dem Kabel quasi hier entlang und gehe hier hoch und dann hier rüber. Ich kann es hier nicht rüberlegen, das wäre am einfachsten, aber dann haben wir hier oben die blöde Kreuzung. Das ist natürlich Quatsch. Und anderswo, hier kann ich es auch nicht machen, weil dann würden wir die Leitung für das Erdgeschoss kreuzen. Wir müssen es hierher setzen oder wir setzen es einmal auf den Boden. Das können wir auch machen, dass wir es hier reinsetzen. Dann müssen wir halt hier unten wieder zumachen. Aber das, nee, das ist besser, wenn wir es hier reinmachen. Doch, das würde mir jetzt auf alle Fälle besser gefallen. Das war ja die Idee vorhin vom Sascha auch da drüben, dass wir es im Boden reinmachen, finde ich ganz gut. Ich muss halt jetzt, oh, okay, das ist eine blöde Idee. Ich kann hier nämlich, ich müsste hier wieder alles wegreißen, damit ich ein Gerüst reinsetzen kann. Ich kann wahrscheinlich jetzt hier nicht einfach ein Gerüst reinsetzen. Jedes Mal das gleiche Problem. Okay, ich mache jetzt gar nicht lang rum. Dann haben wir, da kommt ja sowieso nichts her auf die Wand. Das heißt, wir machen hier einfach die drei Teile hier ran. Irgendwie. Nee, das geht nicht, sagt der Sascha. Ja, da hast du recht, das geht nicht. Also, Logic Reader für den Hebel. Logic Reader für den Schalter. Oh Mann, mir fällt gerade was ein. Hier kann ich nichts machen, weil da wahrscheinlich ein Kabel durchgeht. Hier oben. Boah. Ich komme hier wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Natürlich. Hier geht ein Kabel durch zum Lichtschalter, zum Licht. Du kannst dir das Kabel von unten nehmen, unter dem Rohr. Natürlich, ich würde hier hochkommen, das ist klar, aber mir fällt gerade ein, wir brauchen ja für diesen Wahlschalter, wir brauchen für den Wahlschalter eigentlich 6 Vergleichslogikteile. Ne, die Compare-Einheiten, glaube ich, heißen die, wo ich dann prüfen muss, wenn Wahlschalter Tankkanister 1, dann dieses Ventil, wenn 2, dann dieses Ventil. Und das kann ich, soweit ich jetzt weiß, nur mit 6 Compare-Einheiten machen. Boah, die müsste ich ja dann auch noch irgendwo unterbringen. Die sind ja auch so groß. Dafür reicht nie und nimmer der Platz. Oben außerhalb. Hier draußen, meinst du? Boah, na gut, wir machen es jetzt erstmal. Wir machen es erstmal jetzt so. Ich mache es erstmal ohne den Wahlschalter, damit wir heute fertig werden. Ich mache das nochmal weg hier. Und das ist gar keine schlechte Idee, dann machen wir es oben rauf. Dann machen wir es oben drauf. Da würde ich mir auch wünschen, wenn es ein bisschen kompakter wäre alles. Also wir bauen hier eine Schreibeinheit. Schreibeinheit. So. Dann vernetzen wir das Ganze noch. Mit 2 Kabelspulen. Nee, aber das muss schon gehen, dass hier oben das reinsetzen. Vor allem, wir können ja hier oben dann die Kabelinfrastruktur hier oben auch nehmen, weil das ist ja der richtige Kreislauf. Das ist nicht das Problem. Also wir gehen auf alle Fälle hier hoch, haben hier unten normalerweise noch ein gerades Kabel, das wir so jetzt nicht wegmachen können. Oh, komm schon, lass mich rein. Muss ich wieder alles wegbauen? Was da Zeit drauf geht immer. Mit dem Weg- und Hinbauen.
Entweder alles oben oder alles unten. Du kannst sie zwar splitten, aber es könnte verwirrend sein. Ist mittlerweile eh schon verwirrend. Nee, wir machen das alles oben hin. Wir gehen hier durch. Dann können wir hier wieder zumachen. Ich würde mich so freuen, wenn das System hier geändert werden würde mit dem Bauen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das noch gemacht wird. Aber naja, man darf ja wohl noch ein bisschen träumen. Oben müssen wir nicht rein, das ist okay. Das heißt, wir können hier was sind das für eine dramatische Musik jetzt? Und jetzt haben wir wieder kein Kabel mehr. Na gut, kann ich mir noch mal ein bisschen nachschenken, bis hier die Kabel durch sind. Und dann schauen wir einfach mal, wir reagieren jetzt dann nur auf den Schalter. Wenn der auf 1 steht, schaltet man unten das Ventil ein. Und ich bin gespannt, ob sich dann der Kanister füllt. Ist eigentlich in dem mitgelieferten Tank, ich schau mal was, den man von Anfang an bekommt, ist hier drin eigentlich nur Sauerstoff, 100% Sauerstoff. Ich habe gehört, eigentlich müsste man das ja mixen mit dem Stickstoff, aber und dass es auch Probleme geben soll, aber bisher hatte ich mit den Kanistern noch überhaupt kein Problem, die ich mir in den Anzug gesteckt habe. Also können wir ruhig hier Sauerstoff abzwacken. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich noch, da weiß ich aber ehrlich gesagt jetzt keine Lösung, wie wir hier zwei oder mehrere der Gastanks gleichzeitig öffnen könnten. Ne, dass man hier sagt, ich will nicht nur den Tank 1 haben, sondern ich will auch Tank 1, Tank 4 und Tank 5. Da bin ich noch überfragt, wie wir das machen könnten. Nee, andersrum. 30% Sauerstoff, 70% Stickstoff. Ist das so? Ich dachte, das wäre genau andersrum. Das ist ja krass. Ich dachte eigentlich 70% Sauerstoff. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal. Dann werden wir das noch konfigurieren. Und dann müssen wir auch vorher noch speichern, bevor wir hier überhaupt irgendwas machen. Also Logic Reader In ist Hebel-Tankkanister. Hebel-Tankkanister. Und zwar Open. Schauen mal, was passiert. Jetzt ist Status 0. Jetzt ist Status 1. Wunderbar. Wir schalten wieder aus, sicherheitshalber. Tatsächlich Stickstoff 78, Sauerstoff 20. Wahnsinn. Okay, wieder was gelernt. Dann Logic Writer In. Die müssen wir noch umbenennen. Wie cool wäre es denn, wenn man statt dem Umbenennen einfach wie in Excel einfach nur immer das anklickt, auf was man referenzieren will. Das wäre ja noch besser. Logic Reader. Logic Reader, Hebel-Tankkanister, ja, Hebel-Tankkanister, und das ist Logic Writer, EV-Sauerstoffabgabe, Logic Writer, EV-Sauerstoffabgabe. Okay, also wir haben in EV. Irgendwo muss hier EV stehen.
hoffe, ich habe es nicht schon wieder überklickt. EV. Jetzt bin ich doch schon zweimal durch, oder? Wieso sehe ich denn die nicht? Habe ich hier keine Verbindung hierüber? Kann das sein, dass wir hier keine Verbindung rüber haben? Ich habe doch alles verbunden. Oh Mann, hier haben wir schon gar keinen Strom mehr. Wir gehen hier mit den USVs hier vor rüber. Oh, da liegt eine Einheit. Was macht die denn hier? Wir gehen da rüber und gehen dann komplett hier einmal herum. Und dann müssen wir eigentlich hier rüber kommen und hier hochgehen. Und der Kabelstrang hier. Oh. Der müsste aber auch... Oh Gott, oh Gott. Das muss ich ja auch nochmal aufmachen. Das müsste passen. Einmal hier rüber. Und einmal hier zurück. Und dann hier hoch. Ja, doch. Eigentlich richtig. Ich muss noch mal schauen. Das ist etwas seltsam. Wieso ich das hier nicht sehe? Sehe ich denn die Sachen? Messeinrichtung, Display. Ich sehe ja hier auch USV-Kellergeschoss 1 und 2. Hebel-Tankkanister. Ah, Moment, Moment, Moment. Nee, ist ja natürlich... Das müsste eigentlich hier Logic... LR-Hebel-Tankkanister muss ja hier rein. LR-Hebel-Tankkanister. LR-Hebel-Tankkanister. LR-Schalter, LW, BW, LR-Hebel-Tankkanister. Okay. Und out muss hier unten. IV-Sauerstoffabgabe. Gespannt. Ich hoffe, ich habe die EV-Sauerstoffabgabe überhaupt angeschlossen. Ich dachte, ich hätte das vorhin gemacht. EV-Schmelzofen. EV-Sauerstoffabgabe und zwar on. Okay. Wir sind soweit für den Test, aber zuerst müssen wir natürlich speichern. Ich mache keinen Test, ohne vorher zu speichern. Wow, und wir brauchen auf alle Fälle nochmal Solarpanel oben. Wir kommen mit dem Nachladen nicht hinterher. Wir kommen da nicht hinterher. Okay. Wir holen uns unser Tablet und schauen mal nach. Momentan ist hier gar nichts drin, was ja auch hier angezeigt wird. 0,0. Und da müssen wir hier oben einschalten. Okay, erst speichern. Bevor irgendwas eingeschaltet wird. Nicht, dass uns hier die Leitungen durchbrennen. So, einschalten. Da unten ist alles zu. Da leuchtet nichts. Wir haben hier Status 0. Hier bewegt sich nichts. Ohne Lampe. Was meinst du denn mit ohne Lampe? Drehlampe. Die mache ich erst später. Es geht rein um die Funktion jetzt. Schön machen tun wir es dann später. So, hier ist 0. Hier ist automatisch, dass der Durchgang. Hier vorne muss er ja nicht durch. Das ist okay, wenn das zu ist. Genauso wie hier. Das ist auch okay, wenn es zu ist. Ja, dann drücke ich jetzt einfach mal auf den Hebel. Ich weiß nicht, wie schnell das geht.
wie schnell der befüllt wird. 'Unten ist offen. Oh, es tut sich was, es kommt was rein. 16 Kilopascal, 19, 20. Okay, hier oben sehen wir es nicht. Ich sehe es ja nur am Rohr. Yes. Und jetzt füllen wir quasi diesen Tank langsam auf. Und hier unten müsste es dann weniger werden. 36, 2, 1. Wunderschön, wunderschön. Es ist so schön, wenn es funktioniert. Gut, ich mache den Hebel wieder zu. Und es wird wahrscheinlich jetzt der Rest auch noch rausgesaugt. Könnte ich mir vorstellen. Hier müsste nichts mehr weitergehen. Das müsste bleiben, 35,3. Aber hier, entweder wir warten, bis quasi der Rest rausgesaugt wird. Könnte man machen. Oder wir schalten einfach hier die Anlage ein. Wobei, wenn wir die Anlage einschalten, geht das auch in die andere Richtung. Wird das hier rausgesaugt? Yay, sagt Baby Pandy. Freut mich auch. Du könntest die Lampe auch so machen, dass sie leuchtet, wenn das Teil den gewünschten Druck hat. Oder mit LED SKP, was? Also es ist schon geplant, dass wir zum einen eine Anzeige machen bezüglich der Kilopascal. Und wenn es gut läuft, möchte ich auch dann bei, wir haben hier 9000 eingestellt aktuell, dass wir bei 9000 dann automatisch hier den Hebel wieder umlegen, damit sich die Maschine automatisch abschaltet. Man könnte, genau. So, jetzt schauen wir mal. Also er füllt jetzt immer noch. Mich würde aber jetzt interessieren, wenn ich vorne die Anlage aufmache, ob er hier jetzt das Gas rauszieht. In die andere Richtung, ne? Ich mache mal hier, ich nehme mal den Tank raus, es wird schon nichts passieren. So, 252 Kilopascal haben wir jetzt hier. Hier ist nichts mehr. Wir haben hier vorne immer noch was. Nimmt ab und ich setze den Tankbehälter wieder rein. Und jetzt wird er auch wieder befüllt. Okay, das ist gut. Und jetzt machen wir mal vorne auf, was passiert. Normalerweise müsste der Rest jetzt hier drinnen, die 20 Kilopascal, die müssten jetzt hier rausdampfen. Ob die hier vorne rausdampfen, das weiß ich nicht. So. Hier wird immer noch aufgefüllt. Hier wird es ganz schnell weniger. Ziemlich schnell. Ich glaube, der füllt gleichzeitig auf und entlässt aber alles raus. Aber hier... Jetzt sind wir gleich bei 0. Jetzt sind wir bei 0. Jetzt ist das gesamte Rohr ist leer. Aber hier haben wir es noch drin. Da wird wohl das Prinzip mit dem in sich geschlossenen Rohr greifen, also wenn du den Tank entfernst. Was meinst du da? Also hier kommt nichts raus. Das ist sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wir machen unseren Gasbehälter voll. Machen den Hebel wieder zu oder lassen den automatisch hochklappen und dann machen wir hier unten, wir könnten theoretisch, eigentlich könnte man nicht das dann nutzen, sondern wir schalten hier ein. Wir schalten den ein und den Rest von dem Sauerstoff zum Beispiel, der wird dann wieder zurückgepumpt werden in unseren Kanister. Das ist doch ganz gut. Das ist doch sehr schön. Theoretisch, wir könnten auch, da ist es wieder, wir könnten auch, nachdem wir 9000 Kilopascal erreicht haben, hier, könnten wir den Hebel nach oben ziehen, also dass er sich ausschaltet und gleichzeitig hier den Schalter aktivieren. Wie cool wäre das denn? Das ist dann, uiui. Wenn du ein anderes Gas abfüllen möchtest, muss das O2 aber auch raus, das ist richtig, genau. Entweder wir lassen das dann über draußen raus, was ich schlecht finde. Mir ist lieber, wenn wir das wieder zurückpumpen in unsere Gastanks. Ne, dass wir die wieder rausfiltern, die Sachen.
Aber das funktioniert. Das ist schön. Und jetzt haben wir hier 364 Kilopascal an reinstem Sauerstoff. Lecker. Schön. Na gut, dann kommt noch ein bisschen Arbeit außerhalb des Streams auf mich zu, indem wir dann die Logik einbauen für den Schalter hier oben. Und je nachdem, wie das läuft, wir müssen dann auch noch das LED anbringen und das Blinklicht natürlich. Je nachdem, wie das läuft, muss ich dann ein bisschen hier umbauen. Aber das freut mich jetzt. Das ist schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Vor allem beim ersten Mal gleich, ne? Normalerweise muss man ja immer ein bisschen rumprobieren. Aber jetzt hat es gleich funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mit Station Years heute erstmal Schluss. Ich muss kurz den Stream neu starten, weil Stellaris eine andere Auflösung hat als Station Years. Und dann sehen wir uns gleich wieder zu unseren Next in Stellaris. Bis gleich.